Hey Leute, also ganz ehrlich, ich würde gerne über was anderes reden als immer dieses Corona-Thema, aber es ist nun mal leider jetzt sehr präsent und das Problem ist einfach, dass viele den Ernst der Lage immer noch nicht verstanden haben, deswegen mache ich jetzt auch eine Story drüber, weil viele denken ja, Corona heißt, dass man Fieber kriegt und dass man Atemprobleme hat. Das ist aber nicht korrekt. Es gibt verschiedene Symptome. Natürlich haben viele Fieber, aber es gibt auch Symptome ohne Fieber. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade gelesen bei einer, die tatsächlich auch eine Bachelor-Teilnehmerin war, die Maike, die hat nämlich auch Corona und die hat das, was ich aktuell habe. Und jetzt mache ich mir auch meine Gedanken, wenn ich es habe, okay, wenn es nur dieser Verlauf ist, ist es nicht für mich jetzt nicht schlimm, hier zu Hause zu sitzen und die Nasennebenhöhlen komplett zuzuhaben. Ich habe seit heute Morgen komplett hier alles zu, ganzen Nasennebenhöhlen. Hier ist alles zu, deswegen auch der Druck im Kopf. Aber letztendlich hocke ich daheim, damit ich niemanden anstecken kann. Das sollen andere auch tun. An alle, die keinen triftigen Grund haben, wie mit dem Hund kurz vor die Tür rauszugehen, weil er mal muss, oder irgendwelche anderen wichtigen Gründe, einkaufen kann man auch mittlerweile online und wenn man vor die Tür muss zum Einkaufen, okay, wer sich selbst gefährden möchte, kann es natürlich tun, aber letztendlich, die, wo nur, oh, draußen geiles Wetter, mit Freunden abhängen, so denken, die sind in meinem, einfach, verstehe ich nicht, also die sind in meinen Augen einfach nur, asoziale Egoisten, die nur an sich denken, weil es gibt nun mal da draußen ältere Menschen, die auch noch leben wollen. Die wollen nicht an so einer scheiß Grippe oder beziehungsweise an so einem scheiß Virus sterben, versteht ihr? Ihr müsst doch dran denken, wenn ihr Großeltern habt und selbst wenn einige vielleicht keine Großeltern haben, denkt doch mal an andere Menschen, denkt an eure Mitmenschen, Nächstenliebe. Ich krieg da so eine Wut und so einen Hass, wenn ich lese, dass es heißt, die Menschen sollen nicht soziale Kontakte haben und dann treffen sich Vollidioten zusammen und draußen machen irgendwas. Nicht nur Großeltern, meine Eltern, die werden bald 60 und die sind auch nicht mehr die Jüngsten. Und ich denke auch an die und generell an so viele andere Menschen. Denkt wirklich mal an andere, seid nicht so egoistisch. Wenn ich dann welche bei Instagram sehe, die draußen rumspazieren, die keinen Hund haben, die in irgendwo draußen in Freiburg unterwegs sind, weil auch sehr so geiles Wetter, da kriege ich das große Kotzen. Nicht, weil ich jetzt hier in Quarantäne sitze, sondern ihr müsst euch den Ernst der Lage mal wirklich bewusst werden, Leute. Wenn jeder so egoistisch wie ihr denken würdet, ja, irgendwann mal haben wir über Millionen Menschen, die infiziert sind und krank. Und es muss nicht sein, dass es irgendwann keine Krankenbetten mehr gibt. Ich informiere mich über Corona. Ich weiß, ich habe es anfangs sehr belächelt, aber mittlerweile nehme ich die Lage wirklich ernst. Und ich habe hier eine etwas größere Reichweite. Ich finde es toll, dass die Influencer und die ganz großen Prominenten, die wirklich super viele Follower haben, Millionen Follower, dass die eben einen Appell an alle machen. Und das möchte ich hier auch wenn ich nicht so eine große Reichweite habe. Ja, es ist draußen geiles Wetter. Ja, der Frühling ist da. Es ist doch schön, dass die Welt sich erholt von dem ganzen Smog und dem ganzen Scheiß, was bei uns in der Welt so abgeht. Natürlich, keiner möchte von uns auf Reisen verzichten, keiner möchte auf andere Dinge verzichten. Aber jetzt aktuell müssen wir auf gewisse Dinge nun mal verzichten, damit es nicht noch schlimmer wird. Ihr seht doch, dass es weltweit das Problem ist. Es ist nicht nur hier in Deutschland, es ist in Amerika, es ist in Spanien. Da gibt es schon Ausgangssperren, die sind knallhart, die werden knallhart bestraft. Ich bin dafür, dass die hier in Deutschland das genauso durchziehen, wenn es immer noch einzelne Vollidioten gibt, die meinen, dass es für sie nicht gilt, soziale Kontakte und so nicht zu pflegen. Hey, seid ihr bescheuert oder was? Jeder hat von uns WhatsApp mittlerweile. Heutzutage kann jeder Video chatten, die Flatrates machen es möglich. Denkt mal an die Menschen, die sich nicht so schnell Essen leisten können, dass ihr so hamstert, wie blöd. Ich meine, muss jeder selber wissen, aber ich finde es einfach nur überaus gestört. Ich hasse Egoisten, ich habe sie schon immer gehasst und in der heutigen Zeit hasse ich sie noch viel, viel mehr, diese scheiß egoistischen Menschen.